Ich muss ein Bier trinken auf Ex. Das ist meine Rolle. Oh, ist gut. Wenig Text, viel Alkohol. Deswegen mach ich den Job. Hallöchen! Wir sind ja alle getestet. Ja, ich hab. Darf man? Ja, habe ich nicht mit, aber habe ich auch. Und wir haben den gleichen Schneider, oder wie sehe ich das? Wir haben einfach sehr gut. Aber Stil. Vor allen Dingen, Tag. Dir steht wahrscheinlich eine Mütze erheblich besser als mir. Wenn ich eine Mütze auf habe, sehe ich gleich dumm aus. Du kannst es gerne testen. Bei mir ist es auch einfach eine Frisurenfrage inzwischen. Die ist frisch gewaschen, die Mütze und das Haupthaar. Das sieht doch irgendwie beknackt aus, oder? Wie die Fußballer, die immer so auf der Tribüne sitzen, wenn sie nicht eingewechselt werden. Nein, du kannst es tragen. Schöne Mütze. Ja, ich weiß. Aber es ist deine Mütze. Es ist meine so, Mütze. Und jetzt sehe ich danach wahrscheinlich noch schlimmer aus. Jetzt siehst du, sieht cool aus. Ja. Das ist so ein bisschen dieser Out-of-Bed-Look. Mhm. Kommst du gerade out of bed oder wo kommst du eigentlich? Ich komme. Und da fängst du dann an, ne? Ja. Damit fängst du dann nachher an, weil ich mit der Frisur bin, so kommst du gerade aus dem Bett. Oder ja, was siehst du denn aus eigentlich? Ja, genau. So, wo gehen wir hin eigentlich? Wir gehen jetzt gemütlich zur Eppendorfer Grillstation und der Weg von hier, das ist ja der Kellinghusenpark, hier ist die berühmte Kellinghusenstraße. Dahinter, was wir jetzt nicht sehen und Sie erst recht nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil da ein Haus steht, ist das berühmte Holthusenbad, was unter Denkmalschutz steht. Eines der wunderschönsten Hallenbäder, in dem ich schon als kleiner Butschi mit der Schulklasse war, um Schwimmunterricht zu haben. Und interessant ist auch Folgendes. Also, wir gehen von hier aus gehen wir einfach los. Ja, sehr gut. Soll ich auf deiner anderen Seite laufen, weil du bist doch lieber so ein Rechtsspaziergänger? Ja. Ich bin, guck mal, was habe ich denn da gemacht? Ja. Wie ist das denn möglich? Oh, vielen Dank. Gern. Das ist sehr nett. Das ist ein sehr anhänglicher Stock. Ich weiß ja, dass du, wenn du Ditsche machst, auch, also du bist da ja schon auch sehr beschäftigt und natürlich auch super aktuell. Das heißt, normalerweise verfolgst du wahrscheinlich um die Zeit noch Nachrichten und guckst, was du noch in die Folge einbaust und so, ja. Ne? Ja, sagen wir mal, wenn ich mich jetzt zu sehr drauf verlassen würde, dass dann jetzt sonntags noch ein paar Big Points vom Himmel fallen, die wir einweben müssen, dann würde ich den Job natürlich nicht gut genug machen. Über die Woche passiert in der Regel immer genug. Ja. Aber das stimmt schon. Es geht eher darum, dass das dann so einsickert. Das, was ich dann die Woche über so an Themen gesammelt habe mit den Kollegen, die mich auch zum Teil so ein bisschen füttern. Bist du eigentlich ein guter Netzwerker? Bist du so jemand, der... Früher war ja das sogenannte Netzwerken. Den Begriff gab es schon, also bevor das Netz aus dem Anglerjargon in das virtuelle Vokabular übernommen wurde, war ja auch das Netzwerken durchaus ein bekannter Begriff. Ja, absolut. Da haben die Leute das dann schriftlich gemacht. Manch einer hatte auch zu Hause noch dieses, kennst du das noch, aus Plastik, was dann neben dem Telefontisch stand. So, wo man so die Karteikarten so durch... Ja, da konnte man draufdrücken und dann klappte so ein Ding auf. Mit so, und da hatte man, konnte man dann reinschreiben. Man konnte diese Karten extra kaufen und dann so einhängen. Und da stand dann drin, wer welche Telefonnummer hat. Und man konnte sogar noch Telefonnummern auswendig. Ja. Das ist ja, ich weiß, du hast ein super Zahlengedächtnis, überhaupt ein super Gedächtnis. Du kannst wahrscheinlich sogar die Nummern all deines Umkreises, deiner Umkreisbekanntschaften noch von unserer alten Familienwohnung sogar. Die fiel mir neulich wieder ein. Wirklich? Ja. Okay, das ich wüsste. Wenn ich die jetzt nennen würde, meinst du, das gäbe Stress? Dass da jemand anruft, ist die noch gültig? Ja, eben, das ist die Frage. Du kannst sie ja nennen und einen Zahndreher extra einbauen. Das ist eine super Aufgabe für alle, wenn du sie einfach nennst und einen Zahndreher einbaust. Ja, guten Tag. Ich wollte mal eben anrufen. Ist das die Rufnummer hier von den hier, wie heißt er nur? DJ Ötzi? Ist das die von ihm seine Eltern gewesen? Okay, also in Hamburg und dann 520-2275. Ah, ich weiß, wo der Zahndreher ist. Ja? Ja, sag ich aber nicht, weil sonst ruft ja jeder da an. Ja. Die. Ich weiß noch, dass irgendwann auch mein gefiederter Freund Wiegald Boning ein Mobiltelefon besaß. Ja. Die hatten einen Akku, der war also Minimum so groß mit so einem Schulter. So ein Kofferchen, genau. Und obendrauf war der Hörer, so wie man das aus Polizeiruf von früher kannte, so mit so einem Curly-Kabel.
Und wenn man ein Gespräch geführt hat, war der Akku alle. Ja. Und er hatte das und wir fuhren mit meinem Mini von einer Probe von RTL Samstagnacht in die Stadt, ins Hotel. Und er wollte dann telefonieren. Oh. Und dann fuhren wir und dann wollte er irgendwie jemanden an. Das war so eins, was so vorne so einen flachen Deckel nur zum Ausklappen hatte. Ja. So. Und so eine Antenne und so. Und er saß neben mir, ich fuhr im Mini und er rief an und es gab immer keine Netzverbindung. Und er Mist, heute sagen wir so. Dazu O2. Ja, ja, oder, genau. Ja. Wir haben damals Oha gesagt. Ja. So. Pass auf. Nein. Und dann passiert aber nichts. Ja. Ne? War nichts und so, scheiße und so. Und dann fluchte er, war dann ja auch immer sehr unkompliziert und sagte, hier, halt mal an und so. Und da sind wir, wenn du einmal diesen Mülleimer zeigst, genau so einen roten Mülleimer, kurbelte die Scheibe runter und während der Fahrt warf er das Handy in den Mülleimer. Ist das ein super Statement? Das ist wirklich wahr. So, jetzt hier, fertig. So, hat er gesagt, und zu. Wie cool ist das denn? Ja, ja. Ist natürlich nicht cool, weil man müsste es trennen ne? Ja. Und zur Wertstoffanlage. Heute und so. Darf man aber das alles gar nicht machen. Ja, aber es ist eine super coole Geste. Ja. Es ist wirklich so eine Rockstar-Geste. Aber das wart ihr damals ja auch. Du musst wirklich sagen, ihr wart mit Samstagnacht super erfolgreich. Ihr wart mit den Doofen super erfolgreich. Das war eine sehr gute Zeit. Wenn ihr euch jetzt einmal umdreht. Was? Wo? Ach, da! Mama? Das ist das berühmte Onkel Pö. Onkel Pös Carnegie Hall. Von dem auch Udo Lindenberg ja in dem berühmten Song Andrea Doria gesungen hat. Bei Onkel Pö spielt eine Rentnerband, das hat sich ja in Dixieland. Ein Groupie haben die auch, die heißt Rosa oder so. Die tanzen auf dem Tisch wie ein Go-Go-Go-Girl. Und da kommt eine Stelle drin vor. Gottfried heißt der Knabe da hinten am Klavier. Für jede Nummer rechts, dann kriegt er ein Korn und ein Bier. Und mit Gottfried und den Jungs der Band, in der Gottfried damals gespielt hatte und in der Hamburger Musikszene der 70er Jahre eben auch berühmt wurde, nämlich die Skiffle-Gruppe Leinemann. Mit Gottfried habe ich zusammen in einer großen Wohngemeinschaft zusammen gewohnt am Falkensteiner Ufer. Da steht jetzt zwar Mama, aber man kann fast ein wenig humoresk, könnte man anfügen, die Mutter aller... Mann ist tot! Habt ihr gut geschafft! Wir haben das nicht gemacht. Wer ist tot? Habt ihr gut geschafft. Die Stadt ist tot. Die Stadt ist tot. Ja, ja. Aber da habe ich gar nichts mit zu tun. Ich auch nicht. Wir haben die nicht tot gemacht. Da haben wir es zu tun. Das ist eine Pseudologia Fantastica. Ah, verstehe. Ja, natürlich. Alle sind wir... Ne? Ah, okay. Er ratet, glaube ich, jetzt direkt nach Stuttgart. Ja. Gute Besserung. So, trotzdem. Dankeschön. Okay. Legendärer Ort. Ne? Onkel Pö ist ein legendärer Ort. Also ich würde sagen, vor allen Dingen, was Jazz angeht. Ja. Von Carla Bley über Pat Metheny, von Chet Baker über Dizzy Gillespie. Alles, was wirklich alles, was Rang und Namen hat im Jazz, hat dort gespielt. U2 haben hier gespielt, als sie noch nicht U2 hießen. Und jetzt steht da Mama und man kann sich eine Pizza to go mitnehmen. Irgendwie ist das sehr traurig. Ja. Also es ist bestimmt eine gute Pizza, so ist es ja nicht. Ja, es ist dünnes Eis jetzt. Ja. Also kein dünner Boden. Ach so, ich dachte, es ist ein Pizzaladen, ist doch ein Eisladen. Na gut, okay. Vermisst du es eigentlich, das Live-Mucke machen? Ja. Also abgesehen von Corona auch so, ist es ja irgendwie, kommt man ja auch irgendwie nicht mehr dazu. Ne? Das ist ja genug zu tun. Ja, ich vermisse das schon, ja. Natürlich haben wir mit den Doofen viel live gespielt. Ich habe bis Samstagnacht und auch noch in die Zeit von Samstagnacht hinein auch noch mit Susis Schlagersextett, einer ganz tollen Schlagerkombo, gute Freunde von mir, mit denen ich früher viel getingelt bin, auch noch live gespielt. Ich saß da hinter meinem Schlagzeug mit meinem Becken und kein Redakteur hat mir erzählt, das versteht der Zuschauer nicht. Ja. Ja. Weißt du? Ja, ja. So herrlich, du, wie so eine Burg. Du saß da hinten und konnte trommeln. Der Satz, das versteht der Zuschauer nicht, wird im Bullshit-Bingo einfach sehr oft benutzt. Ja, und dann müssen wir den Zuschauer irgendwie anders abholen. Ja. Das kriegst du sowas noch zu hören oder darfst du als, du bist ja inzwischen sozusagen ein allgemeines Kulturgut. Ditsche ist eine Sendung, von der ich nicht möchte, dass da irgendjemand außer dir mit reinredet. Musst du da noch was verteidigen oder kannst du mit völliger Narrenfreiheit machen, was du willst? Es gibt eigentlich keine unangenehmen Überraschungen, weil man gedankenlos vorgeht. Insofern redet da eigentlich keiner rein. Es ist eigentlich eher, dass wir schon immer wieder auch kämpfen müssen, dass wir es doch noch mal auf den Sender bekommen. Ne? Ist das? Das ist schon so, ja. Das ist halt, aber ich meine, ich sehe das sportlich. Also ich bin froh und dankbar, über so lange Zeit überhaupt auf dem Sender zu sein. Aber
So ist es halt. Bei Ditsche hätte ich jetzt gedacht, das ist was, dass man mit Stolz jedes Mal, dass die dich bitten. Dass die dich auf Knien bitten, bitte mach noch eine Staffel. Nee, so ist das dann jetzt nicht. Komm, wir gehen noch ein Stück, ist kalt. Ja. Ist gerade ganz kalt geworden. Ja. Ich kann dir vielleicht noch ein gutes Foto geben, wo man mich sieht an dieser anderen Säule, die da steht. Da sind ja zwei Säulen, das ist noch eine dahinter. Ja? Diese runde Säule, wo ich an der Säule stehe und auf die Bühne gucke. Ich habe ein bisschen erzählt, Onkel Pös, Carnegie Hall war das früher. Kennst du nicht, oder? Ich weiß nur, dass das vor uns hier mal ein Schweinske war. Ja, das war davor. Das Schweinske, ist, nee. Ja, das ist nicht legendär genug. Es ist historischer Boden, auf dem Sie sich befinden. Ciao, ciao. Dankeschön. Wie gesagt, hier waren wir also mit meiner Skiffle-Band Abby Tavern, Skiffle Company, nämlich mit unserem Bandboss. Wir hatten eben einen alten Ford Transit, einen grünen, den kleinen grünen, nicht den großen. Ja, natürlich. Und der hatte die Eigenschaft, da hatte dann unser Banjo-Spieler und Gitarrist Lucian Segura, der hatte sich von jemandem, dessen Vater nur ein Bein hatte, hat der sich, weil der einen Behindertenausweis hatte, das darf man alles gar nicht erzählen, oder? Ist verjährt. Ja, hat der sich diesen Hebel besorgt, den hat man nämlich nur bekommen, wenn man so einen Ausweis hat, den du an das Lenkrad ranschrauben kannst, sodass du mit einem Arm das so cool. Ja, natürlich, das den wollte cool. jeder haben. Ja. Den hat man aber nicht. So, und dann sind wir mal hier runter mit der Band, hinten alles das Equipment, die ganze Band da drin und so, sind wir aber wirklich noch so bei Spätgelb rübergekachelt, so eine richtig scharfe Kurve, und aber wirklich so gerade eben noch so, wo du denkst, oha, da muss die Truppe sich drin schon auf die andere Seite legen. Und da ist die Schiebetür rausgeflogen und wie so eine Frisbee-Scheibe, oh Gott, oh Gott, über diese riesen Kreuzung rüber gesegelt. Weiß ich noch. Gott sei Dank niemand verletzt. Wenn du dann in dieser Rolle bist, also wenn du dann den Mantel anhast und so und da rauskommst, dann bist du wirklich das. Also dann gehst du auch da nicht raus. Du bist dann auch nicht mehr Olli Dittrich, sondern du bist dann wirklich dieser Ditsche. Ja. Und sprichst auch so mit den Leuten off-camera. Ja. Aber das ist auch in jeder anderen Figur so. Und da sind schon einige Leute ratlos so ein bisschen zur Seite gegangen, wenn dann so Trixie Dörfel kommt und sagt, komm jetzt hier, mein Lieber. Ja. Und schwadroniert da irgendwas rum oder erzählt irgendwas und so. Es geht ja eher darum, dass man... Großer Satz, aber dass man halt die Seele zu fassen hat. Ne? In dem Moment, wo ich weiß, wer das ist, dann weiß ich ja eigentlich auch, wie der fühlt. Hat sich Olli schon mal mit Ditsche unterhalten? Mit der Puppe? Ich habe eine Puppe. Ja? Eine Ditsche-Puppe. Okay, was für eine Art von Puppe ist das? Die ist so groß. Okay. Die hat ein professioneller Puppenbauer gebaut. Richtig toll, mit einem großen Kopf. Und so kannst du mit der Hand hinten richtig so rein und dann kannst du den so sprechen lassen. Er hat auch einen kleinen Bademantel an und alles. Jo, bitte. Und so. Und mit dem habe ich mich dann auch schon mal selber so unterhalten. Und für so kleine Testclips so, ne? Dass ich den was frage und so, was man damit so anstellen könnte. Ne? Ja. Weil der DJ ist ja schon, das ist ja schon eine Figur, die existiert ja irgendwie auch in einem Paralleluniversum. Die anderen, die legst du ja irgendwann mal ab. Aber der ist ja immer da. Der ist immer da, das stimmt. Der ist immer da. Der ist meine älteste Figur, der war auch immer schon da. Ja. Aus einer Melancholie und Depression heraus, weil es mit meinen eigenen Songs und mit dem Plattenvertrag, den ich hatte, mit meinen eigenen Songs nicht mehr weiterging. Und ich angefangen habe, so für mich aus Quatsch experimentiert habe mit vier Spuren und dann so kleine Hörspiele gemacht habe. Die Hörspiele, die liefen dann auf meinem Anrufbeantworter. Und abends, wenn ich nach Hause kam, waren dann da halt so 20 Blinklichter, wo Leute dann, die haben sich dann die Nummer weiter rumgegeben und haben dann eben da angerufen, um zu hören, was ist denn da jetzt heute wieder für ein arschkrankes Hörspiel drauf? Das ist sozusagen, aber das ist doch die Vorstufe von YouTube und Co. Genau. Ne, du hast ja auch dann im Grunde, wahrscheinlich hättest du irgendwann Werbung verkaufen können. Je nachdem, wie viele Anrufer du gehabt klar. hättest. Aber das Lustige ist, dass ich am Anfang ja wirklich so selber für mich so experimentiert habe. So mit so französischer Friseur, der irgendwie was gesagt hat. Und hier, oh, wie war das bei Ihrem Friseurwettbewerb in Brüssel? Oh lala, ich habe gut abgeschnitten. Und so, was du sagst. Aber ich weiß, das ist... Mich erreichst du damit. Und irgendwann, nachdem man dann so am Abend 20 so Blinklichter hatte... Vergleichbar wahrscheinlich mit heute 1 Million Klicks. Ja, so. Genau, das ist ja wie Hunde mit Hundejahren. Ja. Die Blinklichter sind quasi wie Hundejahren zu messen. Genau.
war es dann am Ende so, dass ich dann irgendwann dachte, jetzt machst du mal nicht wieder so ein Hörspiel mit Musik und fünf Figuren und so, sondern du machst jetzt so einen Typen mit so einem Hamburger Schnack, ne, der sagt, hier, pass mal auf, Leute, ich wollte gar nicht lang stören hier, ich bin nicht zu Hause, aber wenn ihr jetzt zum Kaufhof geht, da gibt es jetzt, aber auch nur begrenzt, solange der Vorrat reicht, da gibt es jetzt die Gremlings zu kaufen aus Stoff. Aber lass sie nicht nass werden und füttert sie nicht vor 12 Uhr. Tschüss, so ein ja. Zeug, ne? Und da, so, sind wir schon angekommen. Ja, das ist ja... Das nenne ich Timing. Hallöchen, das ist... Hier, hallo. Hallo, ich bin Chris. Hallo, das Chris. Ist Chris. Chris ist ein Mann der ersten Stunde. Hi, Lothar. Lothar kenne ich gut, der fährt mich immer gefahren. Hallöchen, Lothar, wie geht's? Alles klar? Immer gut. Ja, sehr schön. Freue mich immer, dich zu sehen. Ja, ebenso. Dürfen wir da mal reingucken, ja, oder na ist klar. Das total verboten? Also, nee, überhaupt nicht. Also, das ist die Eppendorfer Grillstation. Die ja wirklich eine Grillstation ist. Die ne? ist eine das echte ist eben kein Grillstation, Filmset. Mahlzeit. Chris ist jemand, der sich freut, wenn es ein Problem gibt. Ja, es gibt auch nicht eine Panne zu berichten, ne? Oder? Also du hattest noch nie einen Textfinger, ja. Ihr hattet noch nie einen Textfinger. Ich hätte das von eigentlich. Aber keine, die weiß, er kennt er aber nicht. Dramatisch und einmal was aber auch nicht am Ende nicht dramatisch war, wo ich dann auch in dem Moment merkte ich nur einmal, dass was es gibt ja hier hinten diese Kimme, wo man die einmal so kurz, wenn man einen Schreck kriegt, so heiß wird, wo dann so ein Schweißtropfen runterläuft. Kennst du das? Ja. Da hat man, ach, oh. Aber dann egal, dass meine Uhr, hier unten steht eine Uhr, weil es ist ja eine Live-Sendung. Ja. Und ich muss natürlich bei 29:30 aus dem Geschäft sein. Und muss meine Themen irgendwie unterbringen und alles, was an Bewegung im Imbiss passiert, kommt einer rein, kommt einer raus, wie auch immer. Und die Sendung ging los und die Uhr blieb auf Null. Oh einfach Gott, oh Gott. Erstmal sicherheitshalber stehen. Tschüss. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber das ist ja wirklich eine Katastrophe für eine Live-Sendung. Ja. Und du hast ja keinen Aufnahmeleiter, so einen klassischen. Nee, weil das da ist ja darf alles keiner rein. Was machst du denn? Ja. Er macht das einfach in Just in Time zu Ende. Hast du wirklich? Ja, hat er. Nach Gefühl, du hast 29:30 nach Gefühl. Hat er. Das darf niemand erfahren aus meinem Team. Ich mache ja auch eine 30-Minuten-Sendung. Wir zeichnen auf. Das darf niemand. Das dürfen wir nicht in diesen. Das muss rausgeschnitten werden, unbedingt. Das ist nämlich nicht möglich. Das ist nicht möglich. Früher hat Ditsche immer Ditschberger Pilsner getrunken. Genau. Und mein wirklich lieber Freund Dietmar Bodinski, ein großartiger Komödiant und Autor, als der verstarb, hat Ditsche aufgehört, Ditschberger Pilsner zu trinken. Und wir haben, weil er ja Kölner war, Dietmar, haben wir dann eben den Bodinski-Bräu erfunden. Und seitdem trinkt Ditsche Bodinski-Bräu. Weißt du, was gerade so ist? Und so ist er immer mit dabei. Das ist so schön. Das ist eine schöne Geschichte und es ist so schön, dass man einfach so ein Label in die Kamera halten darf, ja. Ohne dass es jemand blurren lässt. Genau, genau. Das ist so gut. Ja. Vorsicht mit den Hähnchenspießen. Ja, hallo. Moin. So, also hier, das ist unsere Regie. Moin, hi. Hier, hallo. Hallo, Martin. Das ist die Regie. Also komm rein, ja, Entschuldigung. Ach, wie toll. Dürfen wir überhaupt, Martin? Ja, ja, wir überfallen euch jetzt hier einfach. Ton- und Bildregie. Und es riecht auch so angenehm nach Fett. Ja. Ne? Und alle Kisten riechen auch danach. Ja. Also, man macht ja einen auf in der Firma und man hat den Imbissgeruch mitgebracht. Das ist aber sehr schön. Schön, aber es ist authentisch. Das ist echt. Aber jetzt musst du mal einen Tee trinken. Ist das für dich okay? Das ist super. Vielen Dank. Bis später. Wir sehen uns. Was für ein Tee wird es sein, Olli? Einen ehrlichen Kräutertee. Oh, sehr schön. Ja. So einen rauche ich jetzt auch. Ja. Bis später. Bis heute Abend. Danke dir. Was soll ich machen? Hier stellen oder davor gehen? Wie ihr wollt. Was würde man normalerweise machen? Also. Also ich würde es draußen irgendwo hinstellen, damit sich jemand, der es braucht, es nehmen kann. Aber wenn du reinkommst und das nicht einfach nur abstellst und wieder gehst, sondern wenn du mit der leeren Flasche dann nochmal hier hingehst und sie hier hinsteckst, könnte man annehmen, es kommt noch irgendwas. Denn hier ist stumm begleiten. Ja, super. Das mag ich. Ja, dann machen wir das so. Du musst das nicht ex, aber ja, eben halt... Ruhe ausdrücken. Ja. Danach habe ich halt einen Sitzen, wenn ich direkt danach... Aber das ist euch ja egal. Thank you.
erstmal um das Bestehende. Ist das zu aufwendig? Ja, gar nicht. Das, wir können wir so lassen. Das so ist doch gut, ja, oder? Ja, finde ich auch. Machen wir doch so. Hört man mich auch gut. Die Tür aufbleiben, oder was? Das will ich wohl kurz sagen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 10, morgen dann bei 70% und die Sonne wird morgen nur 4 Stunden zu sehen sein. So, oder weißt du, wer sich auch umbenennen sollte? Hier Laschet in Machet. Auf der Grillstation, Abend. Hallo, guten Abend. Kann ich bei Ihnen noch was bestellen? Ja, knapp, ne? Was gibt's denn? Was wollen Sie denn? Da mache ich schnell. Aber kurz vorher, bei Ihnen werden die Corona-Regeln werden schon sorgfältig eingehalten, wenn ich jetzt bestelle. Ja, klar. Ja, Maske und so, ne? Ja, natürlich. Mhm. Dann vertraue ich Ihnen da jetzt einfach mal. Dann würde ich jetzt eine Bestellung aufgeben. Haben Sie was zum Schreiben? Ja, habe ich. Mhm. Ein Bier, bitte. Ein Bier, mhm. Okay, dann würde ich sagen, bin ich so in einer Viertelstunde, 20 Minuten da? Ja, okay, gut, ja. Okay. Prima. Dank. Ja, danke. Bis später. Tschüss, danke. Was ist das denn für ein Willi? Handschuhe? Hab ich. Von wo komme ich denn? Von hier. Aber nicht hier. Bleib doch im Bau. Du holst mich ab. Okay, danke, cool. Meine größte Sorge ist gerade, dass ich jetzt dieses Bier auf Ex trinken muss. Mhm. Und das, Kälte. In der Kälte. Und das ist wirklich was, da bin ich gar nicht geübt drin. Hallo. Abend. Ich habe gerade angerufen wegen der Bestellung. Ach so, ja, ja, ja. Ist die fertig? Ja, ja, ein Bier, ja, ja, richtig. Ja. Mensch, hätte ich jetzt schon fast, hätte ich fast vergessen. Auf Abstand. Ja. Tüte? Nee, danke, nur ein Bier. Ja. Weil wenn ich jetzt dann... 2 Euro sind das. Vielen Dank. Stimmt so. Jo. Okay. Draußen, ja, genau. Ja. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Gerne. Mhm. Tschüssing. Tschüss. Stellt er sich da hin, ne? Ja. Dankeschön. Gerne. Fand es okay. Schönen Abend noch, bleiben Sie gesund, ne? Danke, ja, gleichfalls. Dankeschön. Ich könnte jetzt einen Rülpser von mir geben, der diese Straße beben lassen würde. Aber ich tue es nicht. Hat's denn geschmeckt? Ja, war lecker. Ich würde noch eins nehmen. Nehmt ihr auch noch eins? Eine große Freude. Es ist windig. Es ist sehr windig. Es ist Tauwetter in Deutschland. Ja. Ich war eigentlich jetzt vorhin mit dem Olli Dittrich noch mal verabredet, aber der ich glaube, nicht. Der ist schon nach Hause gefahren. Der ist nicht weg. Der ist nicht da. Ja, ist weg, ne? Hast du ihn gesehen? Weißt du, wer das ist eigentlich? Nö, das ist ein Spinner. Ja, ich weiß. Habe ich auch gehört. Ja, ja, es gibt ja, Geschichten über den, die da kursieren. Ja, ja. Falls Sie den aber mal treffen, weil er so sich öfter hier rumtreibt in dieser Gegend, sagt liebe Grüße und es war mir eine Freude, heute mit ihm den Tag zu verbringen. Es war auf jeden Fall eine Ehre, dass du da warst. Ja, ebenso. Ne? Dankeschön. Leute. Es macht Zeit. Ja, mach's gut. Ne? Bis dann. Tschüss. Passt auf euch auf. Tschüss, ne? Tschüss. Mach's gut. Danke. Ihr werdet mal ernsthaft. Wo ist denn der Olli Dittrich? Der war doch eben. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Folge auch so gut gefallen hat wie uns, dann können Sie den Kanal abonnieren und auch ein Like dalassen und diese ganzen Sachen kommentieren auch, lieben und immer gucken. Ne? Vor allem lieben. In dem Sinne. Ne? Ja. Toi, toi, toi. Tschüss.
Hast du einen Öffner?